Leute, da sind wir wieder bei Pokémon Omikron. Schlimm, schlimm, schlimm. Nein, wir sind bei Magikka mit Gladifox. Oh, jetzt geht's weiter. Devadrug. Ja, genau. Ich wollte sagen, geht's weiter, aber passt schon. Und Devadrug, ja, finde ich cooler. So, wir haben hier sogar eine Aktivierungsstation, einen Kontrollpunkt. Da werden wir hinterher, bis dahin hätten wir gerne letzte Folge auch noch gehen können. Ja, dann hätten wir wirklich jetzt aufhören können, weißt du? Ist er das? Stab der Ablenkung. Ach nee, das ist ein anderer. Aber ich weiß, der ist aber auch cool. Also dieser Stab macht, wurde eigentlich für den Kampf gegen Feinde entwickelt, die eine Vorliebe für zielgerichtete Waffen haben. Das ist eine Ablenkungsaura. Alles, was zielgerichtet geschossen wird, ich glaube, der schießt sogar, da, kann mich nicht treffen. Das heißt, ich bin gegen diese Viecher übermächtig. Also ihr könntet den Zauber, man kann den Schaden machen. Ey. Kannst du mal bitte nicht immer Zunichtung machen? Geh da weg. Wie du ihn aus dem Immaterium geholt hast. Wie ich ihn einfach getötet habe. Das ist der Stab. Das ist der Stab, den wir meinten. Der coole, der coolste Stab von allen. Gib ihn mir. Danke, der Dämonenarm. Weil damit können wir Strahlen unbegrenzter Dauer nutzen. Das heißt, die hören nicht von alleine wieder auf. Ihr seht das? Normalerweise müsste der Strahl jetzt irgendwann gleich aufhören. Tut er aber nicht. Ich kann mir jetzt nochmal ins Menü gucken. Der abgetrennte Arm eines Dämonenlords. Er bietet unbegrenzte arkane Macht. Passive Fähigkeit, Strahlenzauber, unbegrenzte Dauer. Aktive Fähigkeit, keine. Okay. So. Leben für dich. Können wir da hinten eigentlich lang? Warte mal kurz, ich möchte mein Schwert nochmal mit dem Blitzzauber belegen, den ich gerade gemacht habe. Das war... Nein! Ich drücke mal die falsche Taste. Ich will nämlich auch einen coolen Zauber... Ich hab schon wieder... Ah! Nicht bewegen! Nicht bewegen! Du musst die Schwertaste drücken, genau. Okay, danke. So, wir müssen hier lang, oder? Oder hier lang. Gerade an der Seite lang geht's. So. Natürlich bewegen wir uns wieder. Wir haben uns jetzt entschieden, wie weit wir jetzt noch spielen wollen. Bis ihr uns mal... Also jetzt die Aufnahme. Bis ihr uns mal etwas frischer erleben werdet. Au! Jetzt bräuchte ich das Würstchen. Aber Moment mal kurz, ich kann ja... Wie, die haben mich getroffen? Wie konnten die mich treffen? Hä, ich kann keinen Schaden machen. Okay, ich bin gestorben. Komm hier hinter. Ich kann dir irgendwie keinen Schaden machen. Irgendeinen Grund. Warte mal kurz, ich mach dir den Weg frei zum. Oder renn einfach. Leben? Nee, das heilt die auch. Ich bin mir gerade nicht sicher, was wir ein bisschen gegen die machen. Und der kommt gleich vorbeigerannt hier. Also ich mach den Schaden. Einfach durch mein Schild durchgelaufen. Mach doch den QF ASA. Heil mich von hinten. Ich bin darüber? Sehe ich nicht. Ich bin nicht runtergelaufen. Ja, aber ich mache. Wenn wir noch einen zweiten Dämonenarm haben, könnte ich dich immer heilen. Ja, geh doch mal drauf! Meine Güte! Bleib mal stehen! Wie seht ihr, weil sind wir hier angedockt? Wollen wir da runterspringen? Ja. Wow. Da
Da ist ein Kontrollpunkt. Wollen wir uns den holen? Ich habe mal wieder ein Bad Taste bekommen. Komm. Geh tot. Also hier hätten wir jetzt die M60 richtig gut gebrauchen können. Die kann ich hier nicht nehmen? Keine Ahnung. Achso, weil ich noch Zauber drin habe. Mein Kontrollpunkt. So, wollen wir jetzt ein bisschen umgucken hier? Weil da ist nämlich zum Beispiel noch Elch. Haben wir den schon? Ja, den hatten wir schon. Das ist mein toter Elch. So, übrigens wird heute wahrscheinlich keiner mehr bei mir anrufen jetzt. Jetzt habe ich alles davon ausgemacht? Jetzt habe ich alles durch. Jetzt können höchstens noch die Messenger nerven und die sind nicht auf laut. Das wäre ja noch schöner. Oh nein. Ja, ja. Wir müssen unseren Zauber mitdrehen. Spring! Also den Stab sollten wir behalten bis zum Ende. Weil es ist mit einer der besten Stäbe im Spiel, meiner Meinung nach. Nicht nur deiner Meinung nach. Links, rechts, rechts, links. Erstmal den da umbringen. Erstmal den da umbringen. Erstmal den da töten. Erstmal leben. Nein, nicht du. Ja, mit deiner Donnerrobe wäre das alles kein Problem. Was habe ich jetzt gemacht? Ich hoffe, die Tronrobe gibt es im Magier 2 auch. Oh, der lebt ja noch. Nicht mehr lange. Könntest du dich bitte materialisieren? Nicht du! Übrigens, dank deiner gestrigen... Ladi, guck mal nach rechts. Warte, ich habe nur die stumpfe Klinge. Vielleicht sollte ich nehmen. Warte mal. Was ist denn das eigentlich? Kannst du mich mal unbegrenzt heilen? Moment. Ich habe mich schon geheilt. Kann er sich rausziehen? Achso, ja, ich habe... Ich kann erst das nehmen. Türfing. Was kann das denn? Türfing, laut Mythos ein Schwert, das nie sein Ziel verfehlt. Körpermittel-Extras trifft immer. Okay. Warum ist es, wenn ich so weit wegstehe? Trifft immer. What the fuck? Ah, hast du dich gerade zum Gegner teleportiert? Das Vieh trifft immer. Und wieso können diese Viecher mich eigentlich treffen? Ich habe einen Stab der Ablenkung. Ah, jetzt können sie mich nicht mehr treffen. Ich bin nur für Projektile, das ist dir klar, ne? Ja, und vor allen Dingen nicht für dich. Was hast du jetzt gerade gemacht? Nein. Nein. Ja, so. Möchtest du Türfing nehmen für den Nahkampf? Nee, ich hab eigentlich... Ja, doch, ist eigentlich ganz cool. Dann nehme ich nämlich die Blitzklinge. Oder Donnerklinge. Also sobald ich einen Gegner anvisiert habe, springe ich zu ihm hin. Sobald er in Sichtweite ist. Oh, da gibt es einen neuen Dämonen für dich. Nein. Der Typ kann mich nicht treffen. Jetzt gerade. Ah, ich sollte vielleicht auch treffen. Ich halte einfach weiter drauf, ne? Ja, ich habe auch einen Dämonenarm. Wenn du mich wiederbelebst. Wieso bist du gestorben? Man kann zwar mit Tierfing nicht viel Schaden machen, aber man kann es super nutzen, um an Gegner ranzukommen. Ja. Moment. Gut, das sollte leider. Wir müssen da. Warte mal, das ist nicht. Ach nee, hier unten geht's, glaube ich, nur um Kreis. Das sind die gefährlich schnellen. Ja. Hier müssen wir uns jetzt wirklich richtig Mühe geben. Und wenn wir einen Kontrollpunkt da raus?
Ja. Das war echt blöd. Eine der blödesten Stellen des Spiels. Und bei dem anderen hattest du es wenigstens geschafft, okay. Sehr schön. Wir müssen den Teil zwar nochmal machen jetzt. Aber das ist nicht so schlimm. Wir haben unsere Waffen noch. Da kommt gleich ein Gegner, da wo du stehst. Ja, mach du das mal. Du hast mehr Ausdauer. Ja, ja. Jetzt machen wir das Ganze mal ein bisschen schneller. Wir gehen mal gleich nach links hier rüber. Achso. Nee, da ist Türfing. Türfing. Ich hol Türfing. Ich würde sagen, ich kümmere mich um die Gegner, aber... Du machst mich bitte nicht ständig nass. Halt dich mal. Bezieh nicht auf mich. Oh Gott, nicht! Also wenn Türfing nur ein bisschen mehr Schaden machen würde... Schaffst du es immer, dass sie sich teilen? Das ist, wenn du die zahlst. Übrigens gleich nicht so gut, wenn wir den gleichen Gegner angreifen. Übrigens nicht so gut, wenn du mich angreifst. Ich würde gerne... Weißt du was? So, ich will einen Schmürfink haben. Pass auf, ich geh nicht so nah ran. Ich hab noch meinen. Hab ich jetzt Schmürfink? Ja. Ja, ich hab Schmürfink. Sehr schön. Ignorieren wir den? Ist nichts. Er hat aber sowas von ignoriert. Ach komm schon. Guck mal, der ignoriert mich nicht, also kann ich ihn auch nicht ignorieren. Komm. Stab, sei wieder aufgeladen. Abwehr-Aura. Aha! Oh Gott! Das habe ich zu spät gesehen. Ah! Belebe mich wieder! Was? Schnell! Ja, schnapp dir deinen Dämonenarm. Ich will auch einen. Gib mir auch meinen Dämonenarm. Jeder ist sich selbst der Nächste. Nein, meine Waffen. Komm mal runter, mein Dämonenarm. Moment, ich bin gleich da. Ich muss gerade Dämonen töten. Ich bin tot. Kein Ding, ich habe meinen Dämonenarm wieder. Nein, ich habe ihn nicht wieder. Du musst mich wiederbeleben, schnell. Habe ich. Noch habe ich meinen Dämonenarm da oben liegen. Ich bin zwar langsamer. So teilen die sich immer, die Dreckskerle. Ach! Merde! Darf man Französisch fluchen? Du darfst fluchen, wie du willst. Wir werden doch erstmal alles töten müssen hier. Die teilen sich wahrscheinlich wirklich nur, wenn du sie mit dem Schwert teilst. So, ja, willst du den Donnerschwert mitnehmen? Bitte. Achso, ja, sollte ich vielleicht. So, dann stellen wir uns dahin, warten. Also, ich setze schon mal Hass ein und warten. Nee, Hass dauert nicht so lange. Bis das Ding sich das nächste Mal rumgedreht hat. Du musst Hass nochmal casten, aber dein Schild ist weg. Dankeschön. Wer rennt vor? Ich renn vor. Okay, dann bin ich gleich hinter dir. Und hoffe, dass ich es schaffe. So. 3, 2, 1. Ein bisschen früh vielleicht. Und Hast. Risiko. 2, 1 Risiko. Lauf! Geschafft. Ja, geschafft. Dreht sich weiter? Hey, das schaffen wir sogar noch in dieser Folge. Wir machen jetzt ein bisschen Überlängen-Part. Zur Not. Wir dürfen den Dämonenarm nicht verlieren. Das heißt, wir dürfen nicht sterben. Sicher, dass wir es noch schaffen?
Was? Wir haben 5 Minuten, 4 Minuten noch, zur Not machen wir ein bisschen Überlängenpart. Da ist Vlad. Ach doch, stimmt ja. Ah, ich werde jeden aufhalten, der versucht, euch aufzuhalten. Ach so. Nu, Igena, go! Klasse, das heißt uns jetzt. Blender, mit euch war ich doch schon fertig. So. Achso, du meinst, da kommen jetzt. Genau. Ah, das ergibt Sinn sogar. Weißt du, was auch Sinn ergibt? Das nicht. Da kommt also endlich der Orden. Ich bin beeindruckt. Hirnlose Drohnen. Wisst ihr überhaupt, warum ich hier bin? Ich bin hier, weil ich es wagte, über die Schlossmauern hinauszusehen und weiter als das Reich der Sterblichen zu reisen, um längst vergessenes Wissen zu finden. Das machte die lächerlichen Gestalten, die sich meinesgleichen nennen, etwas nervös. Und so banden sie mich hier für eine gefühlte Ewigkeit. Letztendlich habe ich den Pfad des Hasses beschritten, den des Hasses auf diesen unerbärmlichen Orden. Wenn ich ihn losgeworden bin, werde ich diese Welt nach meinem Gastrisch formen, wie auch immer. Und anderer der Reihe nach. Ihr könnt euch als Opfer glücklich schätzen, in einem reinen Geistesduell besiegt zu werden. Bam, 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 Pokémon-Kampf. Dam, 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 dam. Oh, das war ja was hier. Genau. Nein, nein, belebe mich wieder. Schnell, 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 schnell. Nein. Ich glaube, wir sollten ja mit Schilden arbeiten. Die hatten ja alle Buffs. Wie er sich noch heilt. Der Dreckskerl. Okay. Schilden, 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 Schilden. Was passiert denn, wenn du den Luftzauber, kannst du den durchschieben? Den Rechtsklickzauber? Ja, der geht durch. Okay, sehr schön. Kick die nicht. Was tut denn da? Schade, geht nicht. Der trifft die dann nicht, ja. Ich schilde das Schild und du tötest die Töter. Töte die Töter. Ah, ich krieg Schaden! Ja, du hast Wasser. Why you don't Wasser? Ja, es wird nämlich etwas schwierig, Leute, Grimm hier ordentlich zu besiegen. Was haben die eigentlich für Stäbe da? Ich glaube nichts, was wir wollen, oder? Wir haben eigentlich schon die coolsten Stäbe, die es gibt. Okay, du machst dich wieder ums Schild. Kümmerst du dich wieder? Ich kümmere mich ums Schild. Scheiße! Halte das Schild auf. Ich halte das Schild aufrecht. Und renne nicht zu dolle. Hast du mich gerade gebrandmarkt? Ja, habe ich. Sorry. Da, 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 da. So. Da, da, da. Nein! Verdammt! Na, ich Schild! Du Gorilla! Ah ne, was anderes. Kannst du die betören? Haben wir den Zauber schon? Ich glaube nicht. Verdammt, du musst dich... Verdammt. Was? Wieso bin ich tot? Weil du kaum noch Leben hattest. Oh, ich kann den... Alles okay, alles gut. Ich muss nur meine Waffen wieder mitnehmen. Ich kann den Schild leider nicht healen. Wenn ich dich heale.
Ich mach die feinste Rüstung für mich, weil da kannst du in Ruhe Gegner putzeln. Ja, ja. Ich muss mal ein bisschen weiter rüber gehen, damit ich was vom Schild sehe. Die Leute hören bei mir wahrscheinlich nur tak, 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 tak von der Tastatur so ein bisschen. Hörst du das? Ja, bei mir ist auch nicht mehr. What the fuck? Ich glaube, die müssen wir uns mal so vornehmen, aber erst bin ich. Achso, das sind die scheiß Arkan-Runden. Nee, halt, stopp, jetzt sind sie nah dran. Gut, sehr schön. Deswegen hau ich, wenn ich mich nicht viel bewege, immer noch mein Steinschild auf Maximum. Ha, sehr schön. Der hat den gerade gegen. Die haben sich gerade gegenseitig gegrillt. Aber wir müssen erstmal einen wegmachen, weil die sich sonst gegenseitig healen, ne? Naja, wenn einer mal rankommen würde. Oder die macht sich mit ihr. Die haut sich selbst runter. Ich bin tot. Verdammt! Scheiße! Komm hier hinter! Komm hier hinter! Hier hinter zu mir! Ne, zack! Scheiße! Ich hab nicht gesehen, dass du gestorben bist. Ich auch nicht! So Leute, das wird jetzt heute alles ein wenig länger dauern. Ihr seht, wir sind schon bei fast 22 Minuten. Okay. Aber was muss, das muss. Ist Scheiße. Was? Neuer Schild. Nein, sie können Untote casten hier. Kein Ding. So kann ich mich nicht bewegen. So, befreien muss ich mich. Moment, die Untote hilft. Leben, sehr schön. Du kannst sie übrigens rausscheuchen, wenn die da draußen. Nee, komm, du musst sie befreien. Das merkt. Wie viele sind denn hier? Die beschwören immer neue. Scheiße. Falsche Taste! Sorry! Ja. Ich merk schon. Ah, geht drauf! Sven? Ja. Bist nass, aber könntest du mich mal wieder beleben? Ach so. Moment. Wird nichts. Lebensrundumzauber aus Zauberspam. Nee, ich bin ja nicht mehr nass, das heißt schnell wiederbeleben. Zack. Du belebe dich schnell wieder, bevor du ins Wasser rennst. Lebe ich doch? Ja, ich dafür nicht mehr lange. Wenn es so weitergeht. Weil die scheiß Viecher mich immer wieder. Scheiße vergiften. Kann ich den. Scheiße, ich sterbe. Ich bin tot. Beleb mich wieder. Scheiße. Was soll das denn? Das ist unfair. Probieren wir es im nächsten Part nochmal. Wir probieren es im nächsten Part nochmal. Weil wir müssen bestimmt ganz von vorn wieder anfangen. Oder? Nein, wir machen weiter. Ja, aber wir müssen von ganz von vorn nochmal anfangen. Ist ganz von vorne? Ah ja, sie ist es. Okay, beende den Part, ich muss hier pusten. Dann genau, machen wir gleich weiter. Wir beenden den Part und müssen dann gucken, dass wir beim nächsten Mal hier wieder weitermachen. Bis dahin und tschüss. Tschüss.